The Pillar of Autumn. Und damit hallo und herzlich willkommen in Richtung YouTube zu Halo 1. Wir fangen die ganze Serie jetzt an. Und ich freue mich. Pillar of Autumn. Wir nennen uns in Halo Reach. Ist die gestartet am Ende. Haben wir dafür gesorgt, dass sie loskommt. Und da ist Halo. Gultana, haben wir sie abgehängt? Ich glaube, wir beide kennen die Antwort. Das war ein blinder Sprung. Und sie sind... Vor uns angekommen? Ihre Schiffe waren schon immer schneller. Sie konnten uns auch gut verfolgen. Bei Lichtgeschwindigkeit kann ich kaum manövrieren. Für uns ein Blindflug. Bis wir abgebremst haben. Wir haben ein riesiges Loch im Subraum hinterlassen. Sie haben auf der anderen Planetenseite gewartet. Wie sieht es also aus? Unsere Jäger räuchern gerade ihren letzten Spähposten aus. Nichts Ernstes. Aber ich habe Signaturen mehrerer CCS-Kampfgruppen aufgefangen. Gehen Sie von 3 Großschiffen pro Gruppe aus. In 90 Sekunden sind Sie hier. Tja, na dann. Geben Sie Gefechtsalarm Alpha aus. Alle Mann auf Ihre Stationen. Alle, Sir? Alle. Und Cortana? Hm? Empfangen wir Sie recht herzlich. Habe schon angefangen. Sehr gut. Begeben Sie sich auf Ihre Stationen. Ach Gott, da werden Erinnerungen wach. Das war mein erstes Spiel auf der Xbox, was ich gezockt habe. Schleusen auf Deck 11 sicher. Zug 14 schließt sich an Shot Charlie der 22. Taktischen an. Die Skorpionpanzer. Wie viel jetzt ist auf das Skorpion-Logo auf der rechten Seite bei denen drauf ist? Ihr habt die Dame gehört. Bewegt euch und zwar plötzlich. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, dies ist keine Übung. Unsere Aufgabe ist es, zu Ende zu führen, was die Flieger begonnen haben. Wir verlassen das Schiff und greifen die Allianz am Boden an. Wenn wir auf Feindtruppen treffen, reißen wir ihre Köpfe ab und spielen mit ihnen Fußball. Habe ich recht, Marines? Sir! Yes, Sir! Mhm. Klar habe ich recht. Und jetzt raus! Ausführung! Achtung an alle! Wir greifen den Feind an. Externer und interner Kontakt steht bevor. Alle Green Horns, die die Allianz von nahen sehen wollen, heute ist euer Glückstag. Ted Johnson. Ein Seal der Hush Cracket. Gut. Tauen wir ihn auf. Schalte untergeordnete Systeme online. Breche die Hülle in 30 Sekunden. Fertig! Folgen in 5 Sekunden! Ich musste die Stimmlautstärke mal höher machen. Die ist ein bisschen leise. Alle Systeme zeigen grün. Zyklus abgeschlossen. So, Wecksignal. Für das schnelle Auftauen, Master Chief. Es ist gerade etwas hektisch. Die Desorientierung sollte schnell vergehen. Schön, dass Sie wieder da sind, Sir. Wir haben Sie sofort kampfbereit. Chief, bitte sehen Sie sich ein wenig rum. Ich brauche eine Kalibrierung für Ihren Kampfanzug. Gut, danke, Sir. Ich schalte Ihre Zustandsmonitore online, Sir. Jawohl, finde ich gut. Lebenszeichen sind normal, kein Frostbrand. Okay, Sir, Sie können aus der Röhre kommen. Okay. Ich habe Ihnen die doppelte Dosis Aufwachmittel gegeben. Vertreten Sie sich hier erstmal die Beine und kommen Sie dann zu mir in die optische Diagnosestation. Okay. So, 2 Sekunden. Einstellungen. Audio. Sprachchat, Sprachkanal. Spiellautstärke.
Musiklautstärke, Effektlautstärke, Sprachchat, Multiplayer, Sprachchat, Eingabegerät, ich glaube, das dann die Effektlautstärke ist es, oder? Okay. So, da sind wir wieder. Der Master Chief. Auf der ersten Mission. Ich bin begeistert. Auf das rote Feld stellen. Jawohl. Ich weiß, sonst kümmern sich die Waffentechniker um ihre Zielsensoren, Chief, aber wir haben wenig Zeit. Schauen Sie einfach auf die blinkenden Tafeln, um sie auszurichten. Wenn Sie etwas erfassen, wechselt die Farbe. Okay, das sieht gut aus. Sir, es gibt ein paar Probleme mit der Kalibrierung. Ich werde die Sequenz Ihrer Zielsensoren umkehren, vielleicht ist es dann besser. Versuchen Sie nochmal, die Lichter anzuvisieren. Oh Gott. Und da, liebe Freunde... Ist es so besser oder soll ich zurückschalten? Eins, um Not umzukehren, eben nichts zu ändern. Eins. Versuchen Sie nochmal, nach oben und unten zu schauen. Soll ich es so lassen oder wieder umschalten? Okay, ich lasse die Sequenz, wie sie ist, aber Sie können sie später selbst ändern. Ja, bitte. Lassen wir das so. Mit der Maus im Wettbewerb ist doof. Folgen Sie mir zur Energieschild-Teststation. So, Sie können die Pitch-Inversion der Tastenbelegung. Alpha bis Sierra. Sensoren zeigen ein Enterschiff der Allianz. Bereithalten zur Abwehr von Eindringlingen. Ja, Moment. Die können doch nicht reinkommen. Ich habe noch Dingens hier. Ich bin noch nicht kalibriert. Okay, bringen Sie seine Schilder online. Los! Ach, das ist ein Menü da oben. Ich weiß gar nicht. Die Schilder werden als vollständig geladen angezeigt. Entladen, Sir, um die automatische Aufladung zu testen. Sehr gut. Aufladung normal. Alle Anzeigen auf grün. Brücke an Krio 2, hier Captain Keys. Schicken Sie den Master Chief sofort hier rauf. Captain, dann müssen wir die Waffendiagnose übergehen und... Ausführung, Krio 2. Aye, aye, Sir. Der Skipper wirkt nervös, also los. Um die Waffen kümmern wir uns später. Okay, ich lasse die Selbstdiagnose weiterlaufen. Gute Idee. Und jetzt ab zu Ihrer Eva-Gruppe, Sam. Alles klar, ich muss nur noch den Computer resetten, dann bin ich verschwunden. Oh Gott, Sie versuchen durch die Tür zu kommen. Sicherheit! Eindringlinge in Krio 2! Bitte. Sam! Sam! Los, wir müssen raus hier. Well, das war richtig episch. Keine Granaten, wie schlage ich denn? Oh. Das kommt mit Shift. Übrigens, so habe ich das Spiel früher gespielt. Ja, so sah das früher aus. Und so sieht es jetzt aus. Okay, mit Shift stelle ich das um. Okay. Gut. So. Ich brauche eine Waffe. Alarm an alle. Enter-Truppen auf den Backbord-Decks 4, 7 und 12. Baker-Team angreifen. Wir werden alle sterben. Sichert die Sprengtür. Los. Los. Ja. Achso, okay. Weg da! Rückzug! Chief, Cortana sagt, sie sollen auf die Brücke kommen und zwar schnell. Mir kommst du nicht! Wie schlage ich denn in dem Spiel? Moment mal. Einstellungen. Gameplay. So, Steuerung. Maustastatur. Oder gab es im ersten Teil kein Schlagen? Blickumkehrung, Schwenken, Schub, Geschwindigkeit, Belegung konfigurieren. Hier. Push to talk forward, springen, ducken, feuern, zoom, Nahkampf. Hier. Klack, Granate werfen, G. So. Okay, die machen das schon alles. Ich darf noch nichts machen hier. Bleib hier vom Hals. Oh ja,
Wieso ist denn das Spiel so verdammt leise? So. So, mal schauen. Vielleicht ist jetzt ein bisschen besser. Ich kann die Voice nicht extra einstellen, das ist doof. So, ist das die Brücke? Ja. Captain Keyes, ich bin hier. Captain Keyes? Schön, Sie zu sehen, Master Chief. Es sieht nicht gut aus. Cortana hat alles gegeben, wir hatten keine echte Chance. Ein Dutzend überlegene Kampfschiffe gegen nur einen Halcyon-Kreuzer. Unter den Umständen reichen drei? Okay, vier Treffer. Gut geschlafen? Nicht durch Ihre Fahrweise. Haben Sie mich vermisst? Bericht! Es muss eines der Interkommandos gewesen sein. Schätze Antimaterieladung. Ma'am, Feuerleitsystem der Hauptkanone ist offline. Captain, die Kanone war meine letzte Angriffsoption. Na gut, neuer Befehl, Cole-Protokoll Artikel 2. Wir verlassen die Orten. Das gilt auch für Sie, Cortana. Und Sie? Gehen Sie mit dem Schiff runter? Sozusagen. Das Objekt, das wir fanden. Ich versuche drauf zu landen. Mit Verlaub, Sir. Es gibt schon zu viele tote Helden. Ihre Sorge ist rührend, Cortana, aber ich kann nicht anders. Das Protokoll ist klar. Vernichtung oder Gefangennahme einer künstlichen Intelligenz ist inakzeptabel. Also verlassen Sie das Schiff. Erfassen Sie einige Notfall-LZs, laden Sie sie in mein Neuralnetz und machen Sie sich auf einen rauen Transfer gefasst. Aye, aye, Sir. Hier kommen Sie ins Spiel, Chief. Bringen Sie Cortana vom Schiff. Schützen Sie sie vorm Feind. Wenn Sie sie kriegen, haben Sie alles. Einsatz der Streitkräfte, Waffenforschung. Die Erde. Ich verstehe. Die Autumn wird Ausweichmanöver durchführen, bis Sie die Landung einleiten. Es wird Sie nicht kümmern, aber ich rate dazu, dass meine Routinen den Endanflug steuern. Gute Arbeit, Cortana. Danke. Sind Sie bereit? Nur zu. Sehr gut. Her mit Cortana. Viel Glück, Master Chief. Ihre Architektur und die der Autumn ähneln sich sehr. Kommen Sie bloß nicht auf komische Ideen. Ist nicht geladen, mein Sohn. Munition musst du dir unterwegs suchen. Klar, gar kein Problem. So. Bip, 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 bip. Oh Gott. Gefechtsteams auf Deck 7 und 8 zur sekundären Verteidigungsstellung zurückziehen. Lass mal auf. Mit Left Button feuern Sie Ihre Waffe ab. Ja, ist mir klar. Die Marines könnten Hilfe brauchen, Chief. Tun Sie Ihr Bestes. Mist. Los geht's. Ich so. Kann nicht sehen. Oh Gott. Das ist, die Spielweise ist echt mega krass. Das bin ich überhaupt nicht mehr gewohnt. Mann, das war schlimm. Nicht auf. Alles. Okay. Die Kavallerie ist da. Tja. Zum Teufel, hat uns da gerade was getroffen? Tempo. Nee, Quatsch. Alles safe. Sie benutzen die Luftschleusen der Rettungskapseln, um ihre Schiffe anzudocken. Wir setzen uns ab und sie gehen rein. Gar nicht dumm. Ja. So, da ist wenigstens Cortana noch auf unserer Seite.
Ich hatte irgendwie meine Taschenlampe. Oh, komm her, stirb. So, hallo Storage Girl, einen schönen guten Abend wünsche ich. Na, komm her. Ihr haut mir nicht ab. Okay, also, die machen wir alle platt, dann verlassen wir die Pillar und dann geht's auf Richtung Halo. Nee, ich mach alles selber platt. Ich brauch ich nicht. So. Finde ich gut. So, was? Wir haben säufig Unwetter. Bin gespannt, wie lange wir noch Internet haben. Cool, hier ist gar nichts. Dann hoffe ich mal, dass bei euch alles gut bleibt. So, es gibt doch nichts über ein paar tote Eliten. Crew und Kommandopersonal auf Decks 9 bis 12. Sofort zu den Evac-Stationen. Ah, stimmt. Hier heilt man sich nicht komplett hoch. In Halo 1 musste man noch Health Packs aufsammeln, damit man seine Gesundheit wieder hochpusht. Ich erinnere mich, da war ja was. Da war ja was, stimmt. Da war. Locker bleiben, Cortana. So, Seite an Seite mit Chips Duo gekämpft und seinen. Restliche Crew und Kommandopersonal sofort in die Rettungskapsel. Rückzug. Okay. Evac-Stationen. Wie auch immer das ist, keine Ahnung. Mist. Sag mal, hast du diese grüne Scheiße auf mich geschossen? Doch. Die Rettungskapseln starten. Beeilung. Ja, und werden ganz schön abgeschossen. Das ist doch nicht gut. Ich verstehe die Rettungskapseln. Wollen wirklich nicht, dass wir es auf den Ring schaffen. Achtung, Sprengtüren werden geschlossen. Wir müssen die Wartungsgänge des Schiffs benutzen. Folgen Sie dem NAV-Punkt. Er führt Sie zu einem Ausgang. Navigationspunkte, Head-Up-Display. So, wie mache ich denn die Taschenlampe hier an?
Hatte ich nicht eine. Gab es eine Halo 1 keine Taschenlampe? Ich bin mir nicht sicher. Ob es eine Taschenlampe gab. Master Lord, Chief. Hallo Lazy Frosch, einen schönen guten Abend. Ist das ein echter Sock-Counter oder nur Spaß? Was meinst du? Ich habe keinen, wo ich langlaufe, weil ich sehe hier nichts. Allianztruppen außerhalb der Gänge. Aktiviere Bewegungsverfolgung. Suchen sicheren Ausgang. Okay. Wow, ich sehe nichts. Das klappt nie. Wir müssen woanders lang. Ja, ja, ist ja gut, Cortana. Bewegungsverfolgung zeigt nichts. Moment. Wir müssen durch diese Tür, aber sie ist durch eine Explosion beschädigt. Analysiere. Die Türsteuerung ist offline, aber die Tür ist schwer beschädigt. Es sollte kein Problem sein, die Tür mit ein paar Schlägen mit dem Waffenkolben zu öffnen. Okay. So. Hat der Bot geschrieben. Ja, du kannst mit Ausrufezeichen add so kannst du einen Sock-Counter hinzufügen. Dann zählt sich das oben drauf. Ich dachte, hier lebt noch einer. Ah! Die Allianz wollte sie wohl beim Nickerchen überraschen. Tja! UNSC, Petty Officer Linda 058. Unavailable. Master Chief. Ich glaube, Linda war auch bei Team Blau, oder? Wochenkrieger, 20 von 100. Okay, was? Wohin? Hab ich dich nicht gehört. Was willst du von mir? Hm? Ah, hier geht's lang. Okay. Diese kleinen Kerle sind echt die lustigsten im ganzen Halo-Dingens. So, da la, so, da la. Na komm. So, nee, Edso. ADDSO. Ich bin dran, nicht schießen. Hab was abgekriegt. Da. Oh, Granat. Gefechtsdienst auf Deck 7 und 8 zur sekundären Verteidigungsstellung zurückziehen. Eine Rettungskapsel ist noch übrig. Schnell an Bord, bevor sie startet. Die Schäden an den Aufbauten sind beträchtlich. Wie können Sie mir? Ich weiß nicht, ob das die Autumn noch lange mitmacht. Was, na toll. Wenn du kurz einander so sagst, wird mein Command nicht abgesetzt. Echt? Wo muss ich denn jetzt hin? Oh nein, oh nein!
Was? Genau der richtige Zeitpunkt abzuhauen. Okay. Hau rein. Aye, aye, Sir. Los geht's. Abdocken okay. Geh auf minimalen Sicherheitsabstand. Die arme Peter Fortum. Wir schaffen es doch, Sir. Ich will hier draußen nicht sterben. Seht. Hey, Lou. Was ist das, Lieutenant? Keine Ahnung, aber da landen wir. Die Autumn, sie ist getroffen. Ich wusste es. Die Autumn beschleunigt. Kies fliegt manuell. Festhalten, wir sind da. 5 Sekunden bis zum Atmosphäreneintritt. Wollen Sie sich nicht lieber setzen? Kein Mensch. Der Chief setzt sich nicht. Das Problem ist, die Voice Lines hier sind so leise und die kann ich nicht lauter machen. Das ist echt schwer, das zu verstehen, was die sagen stellenweise. Suchen Sie auch überlebende Marines und helfen Sie im Kampf gegen die Allianz. Harm. Wann wird der Counter resettet? Gar nicht. Chief? Chief, hören Sie mich? Endlich. Sind Sie okay? Können Sie sich bewegen? Ja, ich bin da, aber... Die anderen. Der Aufprall. Wir können nichts mehr tun. Well. Das weiß ich noch, das hat mich damals mega angearscht, als ich das erste Mal Halo gespielt habe. Du landest hier unten, weißt du, und dann sind alle tot. Das Achtung. Ist... Ich habe mehrere anfliegende Landungsschiffe der Allianz geortet. Wir sollten uns in diese Hügel dort zurückziehen. Wenn wir Glück haben, glauben die, dass wir alle beim Aufprall gestorben sind. Klingt nach einem Plan. So, ganz kurz. Kann ich... Push to talk... Kann ich... Kann man hier eigentlich Dinge anmachen irgendwie? Untertitel? Nee, ne? Sprache ändern, auswählen. Textchatfilter, UI, Untertitel... Ein. Und zwar einfach nur, weil es teilweise so leise ist, dass man es halt nicht hört. Hat man wenigstens Untertitel und weiß, was es sagt. So. Willkommen Alarm. Auf... Landungsschiff der Allianz nähert sich. Sie suchen sicher nach Überlebenden. Ich schlage sofortiges Absetzen vor. Jawohl, bin schon weg. Willkommen auf Halo. Und so habe ich das Spiel früher gespielt. So sah das früher aus. Hat sich doch ein bisschen was geändert. Gab es hier so viel Munition im ersten Teil. Dum, da, 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 dum. Ich konnte in dem Teil gut mal, glaube ich, nicht rennen, ne? Ich erfasse den Signalsender einer Rettungskapsel hinter dem Hügel. Vielleicht gibt's Überlebende. Schau mal!
Tja. Sieht ihn irgendjemand? Das sagen alle.